Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu FIFA 06 in der Premier League und dem ab jetzt feststehenden englischen Meister Manchester United, denn das ist seit dem letzten Spieltag der Fall. Wir sind uneinholbar an der Tabellenspitze und können ab jetzt eigentlich schon mal ein bisschen das Bier kalt stellen. Das deutsche Bier natürlich, nicht das englische. Nichtsdestotrotz verbleiben noch spannende Spiele, die wir absolvieren müssen. Und das erste ist das gegen den FC Arsenal. Und natürlich wollen wir auch dort motiviert sein. Los geht's! Zittert vor dieser Partie. Grüß Gott und herzlich willkommen hier. Patrick, was glaubst du, die Heimmannschaft wieder klar unterlegen? Ich glaube, dass sie heute versuchen werden, ihren Fans ein Spektakel zu liefern und vielleicht bauen sie auch darauf, dass die Gäste sie unterschätzen. Los geht's! Also einen Fehler werden wir auf keinen Fall machen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Schön auf keinen gemacht. Fall werde ich den Gegner unterschätzen. Thierry Henry, da war es einfach wieder in Ballbesitz zu kommen. Da lässt er ihn aber dumm aussehen. Gut gespielt vom Verteidiger. Park. Auch wenn wir den Meistertitel jetzt sicher haben. Was für ein Reflex mit den Fingerspitzen noch an der Kugel. Ich möchte hier trotzdem was reißen. Zumindest möchte ich nicht verlieren. Und für Arsenal geht es ja auch noch um einiges. Arsenal müsste im Moment Zweiter sein. Und das heißt, für die geht es zumindest um den Titel Vizemeister. Und natürlich auch um die internationalen Plätze. Erster Ball, gut pariert vom Torwart, gut versetzt. Das ist Fußball. Thierry Henry. Und Arsenal bleibt mir vor allem durch eine Tatsache im Gedächtnis. Arsenal ist Ashley Cole. In der Hinrunde der allererste Gegner gewesen, der es tatsächlich geschafft hat, null Schüsse abzugeben. Wow, was war denn das für ein super Tackle? Auf einmal sprintet er da 5 Meter nach vorne. Wie so ein Jumper. So, Solskjaer? Nee. Alexander Schlepp. Ja, Alexander Schlepp kennen wir auch noch. Müsste ich auch schon erwähnt haben. Ja, lauf, Solskjaer. Mit den Fingerspitzen. Park. Quer gespielt. Aus der Gefahrenzone rausgeköpft. Ein Weitschuss. Aber es ist faszinierend, wie der Gegner es wirklich schafft, wenn er Schüsse abblockt. Wirklich immer genau so zu stehen, dass schöner Querpass. Er die Flugbahn blockiert. Das Auswärtsteam ist jetzt im Vorteil. Und jetzt hat Darren Fletcher zugeschlagen. Sie gelten hier wirklich als gute Mannschaft, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie heute so gut drauf sind. Alleine diese wunderbar temperierten Pässe, das ist Fußball, den wir sehen wollen. Genau das erwarten wir von dem Spieler, der dieses Tor vorbereitet hat. Mit einem seiner tollen Pässe hat er das Tor seines Mitspielers eingeleitet. Ja, Patrick hat uns soeben ein weiteres Geheimrezept verraten. Wohltemperierte Pässe sind eine absolute Geheimwaffe. Dabei sollte man darauf achten, dass der Pass niemals eine Temperatur von 39,4 Grad überschreitet. Ansonsten
kann sich da der Empfänger leicht die Füße verbrennen. Alexander Chlepp. Wenn die Abwehr weiter so gut stehen sollte, hätte diese Mannschaft glänzende Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. So, Jisun Park muss lediglich noch an seiner Passquote arbeiten, ansonsten macht er da wirklich guten Abräumer. Dieser Zweikampf wird vom Schiri nicht abgepfiffen. Park. Alexander Chlepp. Sie haben den Ball unter Kontrolle, aber scheinen nicht nach vorne spielen zu wollen. So, Arsenal damit sehr früh geschockt. Klasse. Thierry Henry. Nee, nix Thierry Henry. Weit nach vorne gepasst. Ryan Giggs. Wunderbar, was er da macht. Aua. Kau, keine gute Grätsche. Das ist auf jeden Fall gelb. Der Schiedsrichter schickt ihn vorzeitig duschen. Er versuchte noch nicht einmal an den Ball zu kommen. Jetzt müssen sie ihre Strategie ändern nach diesem Platzverweis. So, und damit hat Arsenal sich selbst ein bisschen das Zähnchen gezogen. Gute Faustabwehr. Oh, Brown, ganz ehrlich. Versau es ihm doch nicht so. Er den Ball nicht festhalten kann. Sie haben den Gegnern den Ball wieder abgenommen. Gut gemacht. Alexander Chlepp. Er hat einen Zweikampf riskiert und holt sich damit den Ball. Aber dass Darren Fletcher trifft, das freut mich ehrlich sehr. Darren Fletcher ja ein absoluter... Der traut sich aber was. Mann. Da war der Torwart noch mit den Fingerspitzen dran. Der bei den Fans hoch im Kurs steht. Sie sind wieder in Ballbesitz. Ich kann noch gar nicht genau erklären, warum ich Sympathien für ihn habe. Es ist einfach so. Der eine Schiedsrichter gibt's, der andere nicht. 50-50. Ja, ist denn das zu glauben? An die Latte und dann ins Aus. Und da hätte fast das nächste Kopfballungeheuer zugeschlagen. Jisun Park. Wissen wir noch aus Pro Evo-Zeiten. Auch dort hat er seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt mit seiner ganzen Körpergröße von 2,15 Meter. Seine erste vergebene Möglichkeit, die muss er einfach abhaken. Und auch hier wäre er fast zum Erfolg gekommen, da wäre Jens Lehmann machtlos gewesen. Holt sich den freien Ball. Ja, das war bestimmt so geplant. Er versucht's. Da war er noch mit den Fingerspitzen dran. Das gibt eine Ecke. Thierry Henry. So, einen Thierry Henry können wir nicht am Spielaufbau hindern. So, da wollte ich eigentlich zu einer Grätsche ansetzen, aber das Spiel hat das nicht zugelassen. Möchte mich zum pazifistischen Weg erziehen, aber... Freistoß, aber greift der Unparteiische noch in die Tasche? Der Schiedsrichter fackelt nicht lange. Eine mehr als unkluge Aktion, für die es einfach rot geben muss. Ja, und es ist wie tatsächlich wie in Pro Evo. Arsenal zeigt ja eine ruppige Gangart. Ein Spiel, das sich bislang meistens im Mittelfeld abspielt. Zu wenige Chancen, daher nicht so spektakulär für die Fans. Eigentlich kann es nur besser. Schön gemacht. Wayne Rooney. Auch in Pro Evo haben sie schon mit einem Platzverweis geglänzt. Da bekommt er den Querpass unter Kontrolle. Da hat er sich das Leben selber schwer gemacht. Einen Augenblick zu lange gezögert und dann war die Chance schon vorbei. Und hier sind das Ganze zwei rote Karten in einer Halbzeit. Findet das kann ja noch heiter werden. Anspielstation. So, Solskjaer zeigt weiterhin seine Torgefährlichkeit. Park. Er müsste eigentlich in jedem Spiel jetzt getroffen haben, in dem er gespielt hat, was natürlich eine Wahnsinns-Torquote ist. So, Arsenal geht schon in den Weg der totalen Verzweiflung. Aber jetzt kommt der tödliche Konter mit Ryan Giggs. Der bestimmt nicht zu lange braucht oder auch nicht im Abseits steht. Ein Ryan Giggs kann sowas nämlich überhaupt nicht. Nein, Wayne, komm, lass ihn laufen. Wenn er Bock hat, ein paar extra Kilometer zu rennen, wollen wir ihn nicht davon abhalten. So, und da sieht man, was das Ganze gebracht hat. Nimmt sich den Ball.
Tor. Arsenal bildet bisher ein völliges Armutszeugnis. Ryan Giggs. Eine Flanke. Quer reingespielt. So, und Ryan Giggs bekommt eine neue Chance. Ryan Giggs. Schöner, hoher Querpass in den Strafraum. Und das sind dann die Gameplay-Aussetzer des Spiels, wo auch die Kommentatoren nicht mehr wissen, was sie dazu noch sagen sollen. Wo nicht mal ein Kommentar getriggert wird. So, jetzt wird der junge Vane wieder auf die Reise geschickt. Jetzt muss doch die Flanke kommen. Sie haben den Gegnern den Ball wieder abgenommen. Kann er den Ball flanken? Und so ist es tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit. Park. Bis der nächste Treffer fällt. Trotzdem muss man sagen, beim Stand von 1-0 sollte man natürlich immer wachsam bleiben. Denn ansonsten... Die Abwehrarbeit ohne Fehler. Könnte es einem den Ball weit nach vorne gepasst, wie jedem Gegner von Bayern München passieren, dass da auf einmal ein Dusel zuschlägt. Ganz dabei hat er alles blendend gemacht. Er hat sich da durchgetankt, elegant, technisch perfekt. Nur dann über das Tor. Das ist bitter. Und wenn man dann hier einen Chancenwucher wie zuletzt der BVB betreibt, dann soll man sich nicht wundern. Wenn es schief geht, so, jetzt machen wir ein wunderschönes Aufbauspiel mit Lupferle. Alexander Schlepp. Da braucht man viel Erfahrung als Verteidiger, um so geschickt in den Zweikampf zu gehen. Er rettet mit den Fingerspitzen, aber der Ball ist noch im Spiel. Sie werden die Ecke nutzen wollen, das ist klar. Und da vergeben sie den Eckstoß. Der Torwart hat die Kugel. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gut gemacht vom Keeper. Bisher habe ich 95% meiner Eckstöße vergeben. Wieso denn jetzt der eine auf einmal? Warum ist der jetzt so schlimm? Super gemacht, wie er da noch an die Kugel rangekommen ist. Eine neue Chance durch diese Ecke hier. Sie sind wieder in Ballbesitz. Thierry Henry. Nee, nix Thierry Henry. Siehst du das? Was für ein Reflex. Der Torwart verhindert das Tor. Der Ball ist ihm komplett missraten. Kein Grund, den Jungen zu verhöhnen. Das Tore schießen ist nicht dein Hauptjob, ja? Aber bisher ist er der Einzige, der es geschafft hat. Also Schnauze. Ab. Ryan Giggs. Mit dieser Glanztat rettet der Torwart. Schöner Zweikampf. So, wenigstens hat Ryan Giggs einen guten Einsatz gezeigt. Also, für alle die, die mit dieser Partie schon ein bisschen abgeschlossen haben und sich fragen, was kann denn jetzt noch Spannendes kommen? Nun ja, zugegebenermaßen... Die spannenden Highlights halten sich jetzt wirklich etwas in Grenzen, da der Meisterschaftskampf schon eigentlich entschieden ist. Den Ball erkämpft und jetzt sollte es. Aber wir jagen gehen. Natürlich trotzdem noch weitere Rekorde. Vereinsinterne Rekorde, was Siegzahlen angeht, was Tore angeht. Ein Gix. Und da hätte er beinahe zum ersten Mal zugeschlagen. Es ist zum Haare raufen. Das muss sich doch ausgehen, die Führung auszubauen. Und der nächste Spieltag behält nochmal absolute Spannung parat. Sie haben sich vollständig zurückgezogen und halten den Ball in den eigenen Reihen. Denn ihr wisst ganz genau, dass eine Top-Partie noch fehlt. Und ich hoffe, ich muss nicht erwähnen, welche das ist. Gute Länge in diesem Pass.
Eine gute Gelegenheit gegen Ende des Spiels. Was machen Sie aus diesem Eckstoß? In den 16er. Ja, er köpft den Ball aus dem Gefahrenbereich. Nee. Jetzt nicht nochmal sowas. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Endergebnis 1:0. Jetzt wird's langsam interessant, Thomas. Nur noch wenige Spiele zu absolvieren. Es hat Spaß gemacht, mit dir dieses Spiel zu verfolgen, Patrick. Und hier kommen nochmal ein paar Wiederholungen. Ja, und das einzige Tor des Spiels war so unwichtig, dass es nicht mal seinen Weg in die Highlights gefunden hat. Was soll man dazu noch sagen? Also, das war ein weiterer sehr wichtiger Sieg. Und nach den deutlichen Ergebnissen gegen Chelsea und Liverpool ist es dieses Mal etwas knapper. Aber nichtsdestotrotz können wir, denke ich, festhalten, dass es ein verdienter Sieg gewesen ist. Mit 1:0 wird Arsenal auch zu Hause geschlagen. Wieder mal endet ein Spiel zu 0. Es hätte auch höher ausfallen können, aber Manchester United war heute mal etwas gnädig dem Gegner gegenüber und hat das automatische Zielvisier ausgestellt. So, Arsenal gibt immerhin Schüsse ab und zwar auch aufs Tor. Viele Zweikämpfe. Arsenal hat sich natürlich auch durch zwei Platzverweise vor der zweiten Halbzeit noch extrem selbst geschwächt. Dafür haben sie noch gut dagegen gehalten. Und jetzt können wir ins Menü zurück. So, meine Damen und Herren. Und jetzt können Sie sehen, welches Spiel uns noch erwartet. Etihad Stadium. Citizens. Babyblau. Mehr muss man dazu nicht sagen. Nächstes Mal das Rückspiel Derby. Manchester City gegen Manchester United. Also, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.